Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Zeiten wie diese Tage und Wochen, sie sind eine Herausforderung für unser Handeln. Ist es angemessen, was ich tue oder unterlasse? Gewohnte Abläufe müssen wir ändern. In den Familien rücken wir zusammen und nicht bloß für einen Feiertagsnachmittag und festlichem Kaffee trinken, sondern 24 Stunden, 7 Tage. Alles verbringen wir auf dichtem Raum. Und plötzlich tragen wir als Eltern sogar die Verantwortung für den schulischen Fortschritt unserer Kinder. Die anderen draußen sind fern und doch ganz gleich in ähnlicher Situation und Lage. Manche erleben, wie es sein wird, wenn ich ganz allein bin und keiner zu mir kommt. Manchmal begegnen wir diesen anderen draußen, bei den kostbaren Spaziergängen. Man grüßt sich mit einem Kopfnicken, weicht aber sorgsam aus. 1,5 bis 2 Meter sollen es sein. Es sind die Wege zum Supermarkt, wo wir uns begegnen, oder beim Warten in der Schlange vor der Drogerie oder Apotheke. Sind wir eigentlich Leidensgenossen oder Konkurrenten? Wir blicken auf die Einkaufswagen und wir blicken auf leer geräumte Regale von Mehl, Nudeln und Toilettenpapier. Bei dem Propheten Jesaja lese ich im 58. Kapitel: Brich dem Hungrigen dein Brot und dem Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Obdach geben für Obdachlose geht ja nicht, jedenfalls nicht in unserer Wohnung. Aber müssten wir nicht als Gemeinschaft in dieser Stadt dafür sorgen, dass leerstehende Hotels dafür genutzt werden? Was sind das für Worte, die der Prophet da schreibt und sagt? Ich brauche doch keinen Jahresvorrat an Mehl, Nudeln und Toilettenpapier. Ich brauche ihn vielleicht für 14 Tage. Es sollte doch für alle reichen und nicht nur für wenige. Was lösen solche leeren Regale bei denen aus, die nichts abbekommen haben? Wird es für meine Familie nicht reichen? Brich dem Hungrigen dein Brot. Das geht ja nicht nur um dieses Paket Toastbrot. Es geht darum, dass wir teilen, dass alle genug haben. Und es ist ja auch genug da. Erstaunlicherweise ist es kein Mengenproblem, sondern ein Problem wohl der Logistik und des Gierigseins, alles für mich. Wir geben Beispiele für unsere Kinder und für uns selbst.
Nehmen wir den alleinstehenden Nachbarn wahr, dem wir auch etwas mitbringen könnten, abgeben von dem, was für alle reichen soll? Füreinander sorgen in diesen Tagen mit dem Abstand, den wir Abstand halten müssen, aber gleichzeitig mit der Nähe des Herzens. Brich dem Hungrigen dein Brot und dem Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.